In der Nacht vom 12. auf den 13. Juli 1943 sind zu Riggisberg mehrere Bomben von der Royal Air Force abgeworfen worden. Zwei Riggisberger erinnern sich. Das ist einfach neben meinem Elternhaus. Mein Vater war dann daheim. Er hatte den Jahrgang 20. Auf den 13. Juli, also genau zwischen 0 und 0:40 Uhr, ist das passiert. Der Bomber war vom Winter verwehrt, kann man sagen, oder von den Gewittern. Der ist im Prinzip. Er ist 150 km vor seinem Ziel bzw. vom Sammelpunkt im Lac d'Anzio weg. Wegen dem Wetter, es hatte eine Gewitterstörung gehabt, über Frankreich gekommen ist, das könnt ihr im Fernsehen schauen, wenn der Wetterbericht schaut, wie die Wolken dort hergeblasen werden. Und dann sind sie halt einfach 20 Grad oder 10 oder 20 Grad vom Kurs weg. Vermutlich war er zu tief gewesen. Es ist vielleicht, ich weiß nicht, etwa auf 2.500 oder vielleicht sogar nur 2.000 Meter ist, dann hat er müssen steigen, um über die Alpen zu kommen. Und dann hat er auch etwas müssen abwerfen. Aber er braucht gleich einfach für 1.000 Meter steigen etwa 50 km. Und dann war er eben, sagen wir, in der Platte noch zu wenig hoch gewesen. Wenn es nachher geblüht hat und dann ist er nicht weit. Das sehe ich noch vor mir. Ich sehe noch vor mir, wie wir Rache sind und Mutter Angst hatte und Vater. Auch die Zanger ist erzählt vom Vater. Er war am Fenster und nachher hat es ihn. Wo der Luftdruck kam, er hat hochgeschaut, ob der Bomber komme und was da los ist. Und dann hat er, so, sagt mir noch, es sei etwas wie eine Marmorkugel Aachen im Osten. Und nachher, das war die Brisanzbombe, das war 500-Kilo-Bombe. Und dann kam der Luftdruck und hat ihn hinter die Wand getragen. Es muss ein wahnsinniger Luftdruck sein. Also, es ist niemand gestorben bei diesem Angriff? Zum Glück nicht. Man sagt, wer ist gestorben? Ein Automat vor Klopf. Ist das richtig? Das weiß ich nicht. Ich war gut anderthalb Jahre. Ich habe halt ein gutes Gedächtnis an solche Sachen. So etwas prägt halt. Wie? So etwas prägt wahrscheinlich. Ja, kann schon sein, aber ich habe noch viel Erinnerungen. Ich höre auch die Flüger. Was ich nicht mehr weiss, ist, sie haben mir gerne erzählt, wenn die Bomben gefallen sind, Turin oder so, da hat man die Schütterung nachher gespürt. Aber es sind so viele, ja, es sind aber so viele Liegesperger erzählt, dass ich das als wahrscheinlich annehme.